Hi Leute, weiter geht's mit einer neuen Folge RIM. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Und jetzt wollen wir doch mal schauen, was es in dieser Folge erwartet. In der letzten Folge hatten wir hier den Turm aktiviert. Dazu mussten wir hier die 4 Statuen freischalten, sage ich mal. Und wir haben, glaube ich, so eine Art Fuchs oder sowas freigeschalten. Der ist jedenfalls auf der Brücke hier hinten lang gerannt. Und schauen wir doch mal, was wir mit diesem Fuchs machen können oder ob uns der hilft im Spielverlauf, ich weiß es nicht. Das schauen wir uns auf jeden Fall jetzt an. Wenn es euch da ein bisschen gefällt, würde ich mich natürlich über einen Kommentar, Daumen nach oben oder auch Abo freuen, wie ihr lustig seid, Leute. Aber jetzt genug gequasselt, weiter geht's, würde ich sagen. So, da ist auch schon wieder so eine Art Statue oder sowas. Und hier in die Richtung ist ja auch der Fuchs gelaufen. Ah, alles klar. So, gehen wir doch mal hier durch. So, da oben ist auch schon der Fuchs. Ich wollte mich aber hier erst noch ein bisschen umschauen, nicht bevor ich hier irgendwas mache und dann übersehe ich vielleicht irgendwas. Hier unten sind wieder ein paar Schweinchen. Okay, jetzt ist auch der Fuchs weg. Sehr schön. Ja, ich komme ja schon. Okay, ich glaube, eine neue Freundschaft beginnt. So, sehr schön. Wir laufen ihm einfach mal hinterher. Er ist schon wieder weg. Wahnsinn, wie schnell er ist. Okay, und die da hinten fehlt uns anscheinend noch. Okay, ich glaube, wir müssen schneller sein. Ich denke mal, der Turm ist das Ziel. Können wir hier was machen? Weil da vorne ist auch nochmal so ein... Ich glaube, wir das irgendwie zusammensetzen müssen. Kann es sein? Auch noch mal, genau. Okay, ich denke mal, dass wir die andere Form praktisch daneben hinsetzen müssen, bloß ich weiß nicht wie. Da vorne ist auch schon wieder die komische mit dem roten Mantel. Sehr, sehr mysteriös. Okay.
ist das hier? Ah, alles klar, verstehe. Okay, sehr schön. Wollte ich aber erstmal darüber schauen, wenn die da schon steht, ob man da überhaupt hin kann. Weil irgendwas will mir die doch zeigen, oder? Warum steht die da? Oder er? Ich weiß es nicht. Ich weiß gar nicht, ob wir da rüberkommen. Sie sagt auf jeden Fall, ich sollte bestimmt hoch und da führt auch ein Weg hoch. Ich weiß noch nicht, wenn wir jetzt hier runterspringen, kommen wir dann wieder hier hoch? Ich weiß es nicht. Nicht, dass wir denn hier nicht mehr hochkommen. Oh Gott, oh. Geh doch hier hoch, hm? Nein! Wir sind irgendwie runtergefallen. Ich weiß nicht, wo wir sind. Was? Wo sind wir denn hier? Ich sehe auch nichts. Okay, das müsste aber dann unser Weg nach oben sein, oder? Ich hab keinen Plan, ich weiß nicht, wo wir sind. Oh Gott. Das ist komplett dunkel hier, man sieht eigentlich fast gar nichts. Wäre schön, wenn es wieder Tag werden könnte. Was ist das hier für ein Ding? Okay, die werden rot. Okay, hier ist heißt praktisch Weg versperrt. Denke ich mir mal. Okay, irgendjemand ist, irgendwas ist gerade ins Wasser gesprungen. Oder? Okay, hier geht's nicht hoch. Dann muss es ja hier weitergehen irgendwo. Wo geht's hier durch? Ich weiß es nicht. Hä? Keinen Plan, Leute. Ah, hier geht's hoch.
Aber wo geht's hier weiter? Das Kletterpunkt sieht man fast gar nicht, wenn es so dunkel ist. Ich muss ja ganz ehrlich sagen, mein Bildschirm spiegelt ein bisschen wegen den Softboxen. Okay, ist vielleicht so eine Art Karte oder sowas. Genau, und hier ist sie doch gestanden. Okay. Alter. Da stand sie, genau. Und jetzt steht sie da drüben. Mein Gott. Hip, nicht runterfallen. Okay, dann gehen wir wieder rüber. Nee, nicht runterfallen. Okay. So, wir müssen wahrscheinlich dann wieder da hinten rein. Genau da unten, wo sie stande. Oder er, ich weiß es nicht, was ein er oder sie ist, keine Ahnung. Der rote Baron, sage ich einfach. So, gehen wir hier wieder hoch. An den Lichtern entlang. Sie zeigt uns auf jeden Fall ja irgendwo was, was wir mitnehmen müssen oder sollten. Also einen kleinen Wegweiser. Genau, dann würde ich sagen, gehen wir doch jetzt mal dort hinten durch, oder? Geht's hier noch irgendwo weiter? Gegen eine Mauer gerannt, Mensch. Geht's hier noch irgendwo weiter? Irgendwie erinnert mich das Spiel ja an The Last Guardian so ein bisschen. Also nicht, weil wir jetzt hier so ein riesen Firm oder so, aber rein von der Atmosphäre. Irgendwie so ein bisschen an The Last Guardian. Alles eine riesen mystische Welt. Okay, da haben wir schon wieder ein Stück. Dann schauen wir mal, ob sie hier wieder irgendwo rumsteht. Hier ist auf jeden Fall eine große Brücke. Die große Brücke führt auf jeden Fall in Richtung dieses Turms. Aber ich denke, dass wir da raufkommen müssen, wir da hinten irgendwie durch. Ich denke mal, dass wir da hinten irgendwo rein müssten. Aber wir können jetzt nochmal da oben lang schauen. Vielleicht gibt es da irgendwie so einen kleinen versteckten Weg oder so. Man hier irgendwo hoch kann. Ich glaub's zwar eher nicht, ne? Wo führt der hin? Und warum können wir die hier füttern? Irgendeinen Grund hat es auf jeden Fall. Moment. Wir füttern den mal jetzt hier. Hier. Okay, hier ist auch so eine Malerei, das zu dem Turm, und da ist auch diese Person, oder? Klar, das ist doch, könnte doch diese Person auch sein. Ich schweife schon wieder komplett vom Weg ab. Aber wir haben auf jeden Fall hier auch noch was gefunden. Okay. Ich glaube, wir sollten uns hier ein bisschen besser umschauen.
Hier sind wir vorher ziemlich schnell durch, wegen dem Fuchs auch. Hier geht es schon ganz schön runter, okay. Vorher gekommen, oder? Genau, von der Plattform da oben sind wir runtergesprungen und dann da hinten hochgelaufen. Rein storytechnisch haben wir jetzt eigentlich noch nicht so viel erfahren, muss ich sagen, von dem Spiel. Vielleicht erfahren wir auch gar nichts von der Story, dass wir uns das selber so ein bisschen zusammenreimen. Aber es ist auf jeden Fall mal ein bisschen was anderes. Geht's hier denn runter? Ist aber auch nichts. Ich würde das jetzt wieder hier hochkommen. Okay. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir mal in Richtung Tür. Ich wollte jetzt eigentlich, ich könnte mir vorstellen, dass hier so ein der letzte Abschnitt noch von dem Fragment ist. Vielleicht ist es so, ja, basiert auf das Level. Also in jedem Abschnitt gibt es halt vier so komische Fragmente oder sowas. Und ich weiß nicht, wie lange dieser Abschnitt hier noch geht. Deswegen schaue ich mich hier noch so ein bisschen um. Da oben steht sie schon wieder. Okay. Das heißt aber, wenn sie da hinten steht, vielleicht ist dann auch wieder dort irgendetwas. Was ist hier? Ist hier noch was? Hier komme ich wahrscheinlich nicht durch, oder? Ne. Na, hier sind wir, glaube ich, hier geht es bloß nach unten. Genau, da sind wir vorher gekommen. Sie steht schon wieder da. Hä? Da war sie doch vorher schon, oder? Habe ich da irgendwas vergessen? Wir schauen einfach mal. Okay, das ist zu hoch. Das ist zu hoch. Okay, es gibt also so gesehen keinen Fallschaden, aber wenn es dann ein bisschen zu hoch ist, dann startet man direkt von vorne nochmal. Ich habe hier hinten auch was gesehen. Also hier oben kann man anscheinend auch noch mal entlang. Wo ist sie jetzt? Da hinten. Da oben war sie doch jetzt eben gerade. Schauen wir da noch mal rein. Vielleicht haben wir irgendwas übersehen. Ja, am Tag, muss ich sagen, ist es schon viel angenehmer. So, wieder hier hoch. Zack. Und
Und hundertprozentig, wenn ich jetzt da oben stehe, steht sie wieder unten. Also kann ich mir auf jeden Fall gut vorstellen. So, jetzt schauen wir nochmal hier hoch. Hier ist aber nichts. Da oben würde schon noch ra. Hä? Kann man da oben vielleicht entlang? Okay, sie steht jetzt aber auch nicht hier unten. Und da vorne wollte ich eigentlich mal rein. Jetzt schauen wir nochmal, jetzt geht nochmal hier hoch. Geht's hier hoch? Nee. Okay, dann ist hier aber auch nichts mehr. Könnt es mir in die Kommentare schreiben, wenn er wirklich sagt, ey, du hast sowas übersehen. So, springen wir hier runter. Zack. Nicht runterfallen. So. Wenn wir hier mal entlang schauen. Da scheint mir auch so eine Art Höhle zu sein. Ich weiß eben nicht, wie viel Freiheit wir in dem Spiel haben, also wie viel das Spiel sagt, wie weit wir hier gehen können. Okay, hier ist auf jeden Fall etwas. Okay, hier ist eine Kugel. Was ist die Kugel? Hä? Was muss ich mit der Kugel machen? Ich weiß es nicht. Hä? Hey, so eine Art Lichtkegel oder sowas, oder? Warte mal. Ah, okay. Kann ich die ablegen? Komme ich aber nicht mit der Kugel hier hoch. Hier würde ich gerne hoch. Warum kann ich denn hier nicht hoch? Sie steht schon wieder da. Ja.
Ich wollte gerne da rein. Aber ich komme nicht hoch. Oder soll ich da jetzt noch nicht hoch vielleicht? Okay, Leute, ich würde sagen, wir machen jetzt an der Stelle einen Cut und schauen dann auf jeden Fall dort hinten, wie es denn dort weitergeht. Das schauen wir uns in der nächsten Folge an, würde ich sagen. Bis dahin wünsche ich euch noch viel Spaß auf meinem Kanal und auch mit den anderen Let's Plays. Zelda läuft ja auch gerade nebenbei. So, okay, dann würde ich sagen, bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao, euer Andi.